Wieder ein neuer Donnerstag, wieder eine neue Folge Giga Trivia. Heute geht es unter anderem darum, wie Bowser zu seinem Aussehen gekommen ist. Wenn ihr das schon immer wissen wolltet, erfahrt ihr es jetzt. Viel Spaß! Diese Folge Giga Trivia starten wir mit einem Ausflug in die Entstehungsgeschichte von Mario Erzfeind Bowser. Die ist deshalb interessant, denn als Shigeru Miyamoto sich mit den ersten frühen Entwürfen beschäftigte, war das Vorbild nicht etwa eine Schildkröte, sondern ein Ochse. Das hatte mit dem japanischen Animationsfilm Alakazam, König der Tiere zu tun, an dem sich Miyamoto orientierte. Dort war der Oberbösewicht ein Ochse und wenn man sich das japanische Cover von Super Mario Bros. Anschaut, dann kann man da auch grobe Ähnlichkeiten erkennen. Für den Designer Takashi Tezuka sah das allerdings viel mehr nach einer Schildkröte aus als einem Ochsen. Als er Miyamoto darauf ansprach, entschlossen sie sich kurzerhand, Bowser gleich ein komplett neues Aussehen zu verpassen. Und da der ja immerhin der Chef der Koopa Troopa war, sollte er auch wie ein Koopa aussehen. Im Koreanischen ist das Wort Koopa übrigens ein Gerücht, aber das nur so am Rande. Es wird sicherlich einige von euch geben, die sich an das großartige Star Wars Rogue Squadron auf dem N64 erinnern. Die Serie bekam auf dem GameCube noch zwei Nachfolger, bevor Factor 5 sich mit anderen Dingen beschäftigte. So dachte man zumindest. Denn wie der ehemalige deutsche Firmenpräsident Julian Eggebrecht in einem Podcast erzählte, hatte man an einer Collection gearbeitet, die genau aus diesen drei Spielen bestand. Die sollte auf der Xbox erscheinen und entsprechend wurden die Spiele auch extrem aufgehübscht. Leider wurde das Projekt von LucasArts gestoppt, aber das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. Denn Factor 5 begann dann mit der Arbeit an einem anderen Rogue Squadron Spiel, das für die Xbox 360 geplant war, X-Wing vs. TIE Fighter. Und wie der Name schon vermuten lässt, sollte man hier die bekannten Weltraumschlachten aus den Filmen nachspielen. Das Besondere daran war ohne Frage, dass man online gegen andere Spieler antreten konnte. Aber auch das schien bei LucasArts niemanden so richtig beeindruckt zu haben, denn auch das Spiel wurde gecancelt. So ungefähr zu diesem Zeitpunkt trat dann der damalige Sony-Präsident Shuhei Yoshida an die Entwickler heran und bat sie für den Start der PlayStation 3 einen passenden Titel zu entwerfen. Daraus ist dann das eher mittelprächtige Lair geworden, aber das ignorieren wir an dieser Stelle einfach mal. Denn danach versuchte Factor 5 die besagte Rogue Squadron Collection doch noch für die Wii zu veröffentlichen. Die war auch tatsächlich nahezu komplett fertig, wie ihr unschwer am Material sehen könnt. Und obendrauf hätte es auch Lichtschwertkämpfe mit der Wiimote gegeben, wobei die schon etwas gewöhnungsbedürftig wirken. Nur leider kam am Ende wieder etwas dazwischen, dieses Mal die Finanzkrise von 2008. Die war nämlich auch der Grund für die Pleite des Studios, das 2009 die Tore schließen musste. Tja, es hat halt nicht sein sollen. Wir können uns ja gerade in Super Smash Bros. Für den 3DS mal wieder so richtig schön austoben, haben allerdings noch eine Kleinigkeit zu Super Smash Bros. Brawl für die Wii gefunden. Dort war das Teilnehmerfeld zwar schon recht ordentlich, hätte nach dem Willen der Entwickler aber noch größer ausfallen können. Denn eigentlich war Dixie Kong fest als spielbare Figur geplant, allerdings fehlte in der letzten Phase der Entwicklung dann schlicht die Zeit. Und so musste die Freundin von Diddy Kong dann doch wieder auf die Ersatzbank. Und wo wir gerade bei Smash und Donkey Kong sind, schaut man sich den Boden der Fast-Trophäe an, erkennt man die Nachricht 2L84ME oder Too Late For Me, also zu spät für mich. Diese Nachricht findet sich auch an anderen Stellen wieder, zum Beispiel in diesem Artwork von Donkey Kong Country rechts oben auf der Kiste. Was auch immer Nintendo uns damit sagen will. So, jetzt graben wir etwas in der Vergangenheit einer Serie, die nicht wenige für eine der besten überhaupt halten. Die Rede ist von der Souls-Reihe, die ja dank DLC Nummer 3 für Dark Souls 2 und dem kommenden Bloodborne gerade sehr präsent ist. Ihr werdet ja auch sicher schon von Demon's Souls gehört haben, aber wisst ihr denn auch, dass auch dieser Teil einen geistigen Vorgänger hat? Der nennt sich Kingsfield und erschien 1994 in Japan für die erste PlayStation. Auf den ersten Blick hat das Spiel allerdings nicht so viel Ähnlichkeit mit den späteren Souls-Ablegern, immerhin wurde hier aus der Ego-Perspektive gespielt. Wer das Spiel aber tatsächlich gespielt hat, der wird wissen, dass neben dem Kern-Gameplay insbesondere der Schwierigkeitsgrad an die späteren Spiele erinnert. Kingsfield hat es übrigens auch zu einer eigenen Serie gebracht und der vierte Teil schaffte es sogar nach Deutschland. Was daran besonders ist? Naja, zum Beispiel die Lokalisierung, aber hört einfach selbst. In einem tiefen, dunklen Wald liegt ein vergessenes Land. Man nennt sie nur noch die Ruinen, die heilige Stadt der Waldrasse. Das war Folge 67 von Giga Trivia. Folge 68 findet ihr dort unten. Und Flavio findet ihr dort drüben. Da könnt ihr leider nicht hinklicken. Aber zwei andere Videos findet ihr auch dort unten. Viel Spaß.